Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort durch den Apostel Paulus im Epheserbrief im 5. Kapitel. Es geht um die Kinder des Lichtes. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Psalm 119, Vers 2 und 3. Wohl denen, die sich an die Zeugnisse des Herrn halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und die kein Unrecht tun. Amen. Von Gott geliebte Schwestern und Brüder in Christus, liebe Gäste des Gottesdienstes. Kinder sind wir in Gottes Augen. Kinder des Ungehorsams oder Kinder des Lichtes. Und doch in jedem Falle Kinder. Kinder freuen sich in diesen Tagen. Endlich dürfen sie wieder einander sehen in der Schule, mehr und mehr. Selten haben sich Schulkinder so auf Lehrerinnen und Schulkameraden gefreut. Die Kinder der Förderschule Bad Kissingen haben im Unterricht ihre Konfikerzen gestaltet. Wenn sie sie anzünden werden, soll ihnen und allen klar sein, sie sind Kinder des Lichtes von Gott. Und Kinder dürfen mit ihren Eltern wieder die Großeltern besuchen. Ein paar Einschränkungen sind weggefallen, eine große Erleichterung für viele. So ahmt nun Gott nach, als geliebte Kinder, beginnt Paulus dieses 5. Kapitel des Epheserbriefes. Er redet nicht zu den Kleinen, sondern zu den Großen. Die Erwachsenen waren Kinder des Ungehorsams gewesen und wussten vor lauter Ungezogenheit nicht, dass sie geliebt von Gott waren. Sie waren ihren eigenen Angelegenheiten eigensüchtig nachgegangen, hatten anderen geschadet und dabei nicht gemerkt, wie finster es um ihre Seelen wurde. Der Glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, hat in ihren Herzen nun ein helles Licht angezündet, berichtet Paulus. Dieses brennende Liebesfeuer in ihren Herzen bringt hervor lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. So war es bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Ephesus, die sich auf Jesus Christus taufen ließen. So soll es auch bei uns sein, denn es ist dieselbe Taufe, derselbe Glaube, es ist dasselbe Wort und es ist dasselbe Sakrament, wie vor 2000 Jahren, die in uns heute wirken voller Kraft. Damals gab es einiges, was die Leute in Versuchung führte, wieder zurückzufallen. Andere Götter, viele Ablenkungen einer brodelnden antiken Weltstadt, alte, falsche Freunde, die den neuen Glauben nicht annehmen wollten. Sie wollten sich nicht ändern und sie wollten die Urchristen in Ephesus dazu bringen, wieder auf die alten heidnischen Pfade zurückzufinden. Von diesen Menschen, riet Paulus, mussten sie sich fernhalten. Ihnen durften sie nicht nachlaufen,
um jeden Preis. Sonst würden sie ihren wertvollsten Schatz, das Licht des Evangeliums, verlieren auf der Suche nach falschen Versprechungen, nach falschen Freunden, nach falschen Göttern. Der Glaube fordert uns zur Entscheidung auf. Pflegen wir ihn wie einen großen Schatz, wie eine wertvolle Perle, dann gibt er uns Licht und Rat im Leben. Betrachten wir den Glauben aber nur als eine Zutat im Leben, eine Nebensache, die wir nach Belieben mal im Munde führen und dann wieder vor denen verleugnen, vor denen wir uns wegen des Glaubens schämen, dann sind wir Kinder des Ungehorsams. Immer noch sind wir geliebt, aber wir verdunkeln dann das wesentliche Geschenk in unseren Herzen. Wir schlagen dann Gott die Tür vor der Nase zu und wir heucheln nur ein wenig Religion. Das hilft niemandem. Draußen wird es Frühling. Wir gehen hinaus in diese Welt. Die Winterlinge, die Schneeglöckchen und die Krokusse haben schon ihr Prachtgewand angezogen. In der Erde beginnen die fleißigen Insekten und Regenwürmer bald aufzuwachen und sie fruchtbar zu machen. An den Sträuchern und Bäumen sprießen die Vorboten von Zweigen und Blüten und schließlich Früchte. Betrachten wir den Glauben, den wir jetzt haben, als Frühlingsboten. Dieser Glaube will in uns mächtig und prächtig werden. Sein Licht voller Kraft will uns zu Kindern machen, die sich nach dem Licht Gottes ausstrecken, wie die Natur sich dem Licht der Frühlingssonne entgegenstreckt und von ihr Kraft bezieht. So lebt als Kinder des Lichtes, denn ihr seid dazu berufen aus Gottes Gnade. Freut euch an der großen Liebe und Würde, die der Herr angelegt hat in euch, und gebt sie aneinander weiter voller Freude darüber, wie viele Gott berufen hat und berufen wird, als Kinder des Lichtes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.